Hallo Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge hier auf Skybounce. So, ich bin endlich zurück aus den Winterferien bei uns im Skiurlaub gewesen und kann es wieder live aufnehmen. Die Folgen, die ihr die Woche gesehen habt, waren vorproduziert. Und ihr seht, es hat sich hier enorm viel auf der Insel getan. Ich glaube, der Schweinspawner war das letzte, was wir hier gemacht hatten. Legendary Relic bekommen. 7 Runen, Schweinespawner gekauft. Richtig geil. Und ihr seht, hier ist irgendwie super viel passiert. Einmal ist hier vorne eine nice Zuckerrohrfarm. Die habe ich da mal so ganz kleines bisschen hingeklatscht. Die werde ich noch schön bauen und habe mir da ein kleines System überlegt, um die halbautomatisch zu bauen. Das ist praktisch... Nein, das sage ich noch nicht. Das seht ihr dann, wenn das fertig ist. Momentan steht nur die Grundform ohne System dahinter. Und ansonsten seht ihr jetzt hier, ist schon so ein richtig nicer Eingang gemacht. Und ja, die Leanen sollen ja eigentlich nicht so sein. Egal. Hier ist die Grundfläche für irgendwas. Und hier ist so ein Haus. Das sieht richtig nice aus. Und das Haus stammt von einem Pattern. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt. Halt von so einem Stück Papier. Da macht man Rechtsklick und dann baut sich so ein riesiges Haus von allein auf. Und weil ich ein Haus brauchte und irgendwas Nices zu zeigen haben wollte, habe ich das schon mal gebaut und habe dann, habe das schon mal getestet, habe dann geguckt, wie man das macht, habe Rechtsklick gemacht und habe es damit versehentlich schon aufgebaut. Das heißt, ich muss warten, bis ich wieder eins von den Teilen bekomme. Und dann zeige ich euch das mal. Vielleicht bekommen wir irgendeinen Tempel oder so ein kleines Farmhaus, was wir nach da platzieren können. Oder so nach dort hinten. Das wäre ganz nice. Okay, ansonsten habe ich ein paar Sachen zum Ansprechen, beziehungsweise die angesprochen werden müssen. Erstmal, ihr seht hier, ich baue schon die ganze Zeit, ich brate hier die ganze Zeit schon fleißig Cleanstone durch, denn ich habe hier so nice Spawner. Und ich möchte diese Spawner heute alle mal platzieren, einige mal platzieren. Ich habe hier schon Redstone Block und ein Stack Cleanstone zusammengeschmolzen, denn... diese Erze spawnen nur auf Cleanstone. Das heißt, ich mache hier so eine kleine Fläche, müssten 8x8 sein, aus Cleanstone. Dann platziere ich in der Mitte den Spawner und dann bekommen wir das. Und ich wurde nämlich darauf hingewiesen, dass ich total Müll erzählt habe. Das war hier nämlich ein Dia-Block-Spawner. Der spawnt 40 Dia-Blöcke, nicht Dia-Erze, sondern Dia-Blöcke. Das müsst ihr euch mal überlegen. Einfach 40 Dia-Blöcke. Das ist so unendlich OP. 40 Dia-Blöcke. Das ist einfach OP. Ich guck mal, das müsste jetzt eigentlich reichen. So, genau. Und jetzt beginnt er hier irgendwas zu machen. Und müsste jetzt gleich hier diese ganzen Dia-Blöcke spawnen. Genau, da ist schon der erste. Ein Dia-Blöckchen für den Nekromanten. Ja, nice. Dann lasse ich ihn hier jetzt einfach mal so ein bisschen machen, was auch immer er da gerade macht. Spawnen. Dann zeige ich in der Zeit das andere zu Sachen, wie er auf meine Insel kommt. Da kommen wir später gleich nochmal drauf zu sprechen. So, erstmal schnell nochmal hier Cleanstone platzieren. Oh, nice, nochmal welche. Ach, ich lasse es mal machen. Ich habe mir hier ein kleines Redstone-System überlegt. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen will, denn das ist ziemlich OP. Und mit dem, seht ihr, bekomme ich hier Cleanstone. Komm, ich zeige das, denn es ist eh gerade hier. Es ist nicht so schwierig, also man hat hier Trichter, dabei übrigens vielen Dank an Benonato HD, der hat mich auf die Idee gebracht. Ich habe riesige Clocks probiert mit irgendwelchen Protections, weil die hier auf dem Server mal ausgegangen sind mit allen möglichen Schrott und Block-Update und alles. Und er hat mir gesagt, hey, mach doch einfach eine Trichterglock. Und dann habe ich das probiert und dann hat das funktioniert. Habe ich noch einen An- und Ausschalter gemacht, der ist hier, wenn ich da drauf klicke, sollte das ausgehen. Ja. Oh. Leute, ich habe Crush aktiviert. So, ich guck noch mal, genau, jetzt müsste, okay, also das ist gerade ein bisschen broken, das Teil ist halt so, ist egal. Ich habe hier Cleanstone Generator, da kann ich abbauen, bekomme vielleicht ein paar Runen raus, und das werde ich aber noch erweitern, denn ich möchte so eine Plattform bauen, wo diese Teile hingeschoben werden, diese Cleanstones, mit einem Redstone Block in der Mitte, sodass ich diese Erzspurne, platzieren muss und der Cleanstone vollautomatisch nachgefüllt wird. Das ist das, was ich daraus bauen will.
Und ich denke, das ist nicht mehr so viel Arbeit. Ich meine, Arbeit wird es natürlich sein, aber das ist jetzt schon der erste Schritt dazu und es funktioniert perfekt. Oh, Diablöcke! Warte, das gibt erstmal einen Screenshot. Wie nice das einfach ist. Noch ein Diablock für den Nekromanten. Noch einer. Das noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Und da ist noch einer. Diese ganzen, die Erz-Spawner, die werde ich mir übrigens aufheben, falls ich irgendwie eine Glücksspitzhacke mal in die Hände bekomme. Denn, ja, wäre ein bisschen Verschwendung. Es sei denn, ich brauche dringend Geld oder Diamanten oder sowas, dann werde ich die verwenden. Aber jetzt erstmal nicht. Ha, vor allem, das war erstmal etwa die Hälfte. Ist ja nice. Ist so geil. Mich würde übrigens mal interessieren, vielleicht weiß das jemand. Kann ja mal in die Kommentare schreiben, in welchem Radius diese Spawner, die Erze spawnen lassen. Denn, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie begrenzt ist, auf eine gewisse Fläche oder so, keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, wenn das jemand weiß, schreibt mir das mal bitte. Das wäre hilfreich. So, mal schnell die ganzen Lücken hier wieder zumachen. Und da haben wir jetzt 24 Diablöcke. Nein, 25 Diablöcke haben wir schon. Das passt doch perfekt in meine Dia-Rüstung, mit der bin ich leider gestorben. Tja, von daher, das ist so geil, dieser Spawner. Naja. Okay, kann ich ja in der Zwischenzeit, wie der Herr was macht, mal ansprechen. Die Sache mit der Insel, auf die alle mit drauf wollen. Erstmal hier dieses Grundstück. Dieses Grundstück gehört nicht mir, sondern dem lieben PaikenLP. Das ist so ein kleiner YouTuber, der wird, ich glaube, diese Woche seinen Kanal eröffnen. Ich werde ihn dann auch verlinken. Ich kenne ihn nämlich persönlich sehr gut und finde ihn sympathisch und so weiter. Würde mit ihm gerne immer mal aufnehmen, so eine YouTube-Partnerschaft. Gibt ja viele YouTuber, die viele Projekte einfach immer zu zweit machen. Puh, wer ist da ein Beispiel? Keine Ahnung, Castcrafter Depitor zum Beispiel, die fallen mir so ein. Ich weiß nicht, ob sie sich direkt persönlich kennen, aber die machen zum Beispiel auch immer alles zusammen. So ähnlich würde ich das mit PaikenLP auch gerne machen. Der hat auch richtig viel Skill und ihr seht, diese Statuen hier, die hat er gebaut, die Lianen gehören da eigentlich nicht hin. Also die Lianen sind da eigentlich nur da oben drauf. Und diese Statuen, das hier hat er gebaut, das hier wird sein Haus werden und er wird mit mir hier auf dieser Insel wohnen. Das heißt, auf dieser Insel sind noch zwei weitere Plätze frei und da habe ich bereits in den Kommentaren mir Leute rausgepickt. Den werde ich das vermutlich schreiben, wenn ich wieder einen Kommentar von ihnen sehe, die sehr, sehr aktiv hier auf meinem Kanal sind, immer zu Kommentare und nützliche Tipps schreiben. Und natürlich welche, mit denen ich auch sonst noch nie gespielt habe. Also ich habe zum Beispiel Wizard Wars, mit ihm habe ich als Sky Factory gemacht. Mit ihm würde ich jetzt zum Beispiel nicht nochmal hier zusammen spielen, denn ja, wie gesagt, er war schon mal mit in einem meiner Projekte drin. Das heißt, die Leute dürfen sich hier freuen, mit auf meine Insel zu kommen. Ich denke, ich muss dann meine Kisten auch nicht sichern und sowas. Und dann wird eine Community-Insel entstehen. Und ein freundlicher Zuschauer, dessen Namen ich vergessen habe, wäre nett, wenn du dich nochmal melden könntest, hat mir angeboten, eine Premium-Insel zu geben für die Community-Insel. Das heißt, die Premium-Insel hat nicht 4, sondern 12 Slots und ich denke mal noch extra Zeug. Ich glaube, die Border ist noch größer. Und das würde dann die Community-Insel werden. Und ich finde das einerseits richtig nice, dass er es mir anbietet, das zu machen. Finde ich richtig geil. Denn, ja, wie gesagt, mit 4 Leuten auf einer Insel wird es immer ein bisschen kritisch. Ich weiß eigentlich nicht, ob man noch mehr einladen kann, ob die dann nur nicht draufsteuern können oder sowas. Müsste ich mal testen. Und dann werde ich denke mal, per Losen gucken, wer das macht. Das heißt, ihr müsst natürlich zu meiner Community gehören und einfach das Kommentar schreiben. Vielleicht mache ich es auch so wie Dr. Banks und sage hier, wer am überzeugendsten ist, der kommt rein. Das muss ich mir nochmal genauer überlegen. Dazu möchte ich aber erstmal das klären mit der Insel, mit der Premium-Insel. Das heißt, wäre nett, wenn du dich mal melden könntest, dann würde ich dir mal einen Treffpunkt oder sowas schreiben, wo wir uns hier mal treffen. Vielleicht auch auf Teamspeak oder Skype, je nachdem, wie es dir gerade passt. Okay. Ansonsten jetzt wieder hierzu. Meine 40 Dia-Blöcke sind gespawnt. Ich habe die alle eingesammelt. Das ist super OP. Wir haben. Warte. Vielleicht kann ich das mal sehen. Wie viele Dias das sind? Lol. Das sind ein paar mehr, als ich dachte. Okay, das sind viele Dias. Definitiv.
viele, viele Dias. Und ich würde sagen, daraus machen wir uns gleich wieder irgendwelchen coolen Stuff, so Dia-Rüstungsmäßig was. Gehen damit mal in die Warzone, sterben damit hoffentlich nicht. Und ja, guck mal, was da so passiert. Also, reicht ja, wenn ich eine Eisenspitzhacke mitnehme. Also, hier nochmal schnell 3 Eisen gegönnt. Das waren 4, egal. Und dann hier. Dia Brustplatte, Dia Hose, Dia Helm, Dia Stiefel, Eisenspitzhacke und Dia Schwert. Ja, eine Sache noch, ich würde mich nämlich, also, beziehungsweise, ich muss mich bedanken an euch, denn das ist so krass, diese, wie bei Dr. Banks halt auch so, ich habe so, also der Support auf meinem Kanal hat so enorm zugenommen von, also meine Aufrufe haben sich so etwa verdoppelt, ich bekomme auch wieder Abonnentenzuwachs, in den letzten Tagen ist es immer weiter gesunken und seit ich mit Skybones begonnen habe, steigen meine Abonnentenzahlen auch wieder. Das finde ich richtig geil. Ich war, glaube ich, auf 1490. Jetzt bin ich auf 1500 wieder hoch innerhalb von 2 Tagen. Obwohl ich weiterhin Abonnentenverlust habe. Hashtag YouTube ist böse, egal. Finde ich richtig, richtig nice. Ich habe mich da so drüber gefreut. Ja, also vielen Dank für euren tollen Support. Finde ich echt klasse. Wartet kurz, Skype ausstellen. Okay. Jetzt. So, ich würde sagen, wir gehen hier mal in die Warzone und gucken mal, was wir so finden. Ich meine, ein bisschen Gold, wenn ich einen Gegner finde. Pff, keine Ahnung, ich denke mal, ich schneide das ein bisschen zurecht. Wenn ich jemanden finde, den ich klatschen kann oder jemand kommt, der mich klatschen will. Bis gleich. Na, oh, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Den habe ich gerade schon ins Void geschmissen und ich denke mal, den werde ich jetzt gleich klatschen. Ja, gegönnt. Diahelm, gegönnt. Doch nicht ganz. Verdammt. Ich sollte natürlich jetzt auch nicht immer ins Void fallen. Ich gehe hier mal so ein bisschen wieder weg. Hatte nur Eisenrüstung, noch keine Erze dabei, aber egal, die Eisenrüstung kann ich dann eintauschen bei so einem Typen. Das kann ich euch gleich mal im Market zeigen. Ansonsten farme ich jetzt einfach mal so ein bisschen weiter. Die Erze sind alle respawned, also kein Problem. Hier ist auch ein Gegner gerade gewesen. Wo ist er? Da. Der ist Full Iron, hat auch, glaube ich, schon bisschen was abgebaut, aber ich denke, ich werde ihn laufen lassen, denn ja, vielleicht hat er ein bisschen was, aber ich glaube, wenn ich jetzt mich hier hinstelle und abbaue, werde ich das schneller machen und ja, ich weiß, wie das ist, wenn man als kleiner Full-Iron-Typ ständig von Full-Dia-Leuten gekillt wird, darum, ja, solche ohne Equipment-Leute verschone ich generell eher, denn die haben erstens wenig guten Stuff, meistens nur ein paar Erze. Wenn man nichts hat und ständig gekillt wird, dann ist das total deprimierend. Und ich will natürlich, dass die Leute hier auf dem Server auch Spaß haben, wenn sie spielen. Denn, nein, ist sonst ein bisschen mies. Ich spreche aus Erfahrung, ich weiß, wie das ist. Nun gut, ich denke, ich habe genug Eisen und Gold erstmal gefarmt. Das wird jetzt ein bisschen zu riskant. Ich würde damit jetzt ungern sterben wollen. Das heißt, ich gehe mal hier schnell zurück in die Safe Area. Es kamen dann keine weiteren Gegner an. Deswegen, ja, nicht so viel PvP-Action, wie ich einerseits gewohnt bin. Es sind zwar alle Leute online, aber irgendwie geht niemand in die Warzone. Beziehungsweise haben alle vielleicht so schlechtes Equip, keine Ahnung. Ne, der Typ ist zum Beispiel jetzt auch Full Dia und hat irgendeine OP-Waffe. Oder er will einfach nur Lohnrouten verkaufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal hier in den Market, denn ich habe ja so Stuff bekommen. Und den könnte ich ja mal vertraden. Und ich guck mal so, was es da gibt. Also das Gold werde ich auf jeden Fall verkaufen. Das Eisen brauche ich für eins meiner Systeme, was ich bauen will. Bekommen haben wir 5500 Stars, das ist ganz nice. Jetzt gehen wir mal hier hinten hin. Und hier ist, glaube ich, der, ist das der hier? Genau, der Blacksmith. Und da können wir jetzt irgendwelchen Schrottzeug, das wir nicht brauchen, in andere Sachen umwandeln. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier 2 Diamonds bekommen und 4 Eisen, das hat sich jetzt für mich eher weniger gelohnt. Oh, lol, du musst dafür auch bezahlen. Okay, wusste ich nicht, ist aber interessant zu wissen. Wie gesagt, ich habe das noch nicht ausprobiert. Was war das gerade für ein Geräusch? Keine Ahnung. Wie viel bringt eigentlich so ein Dia? 1500 Stars? Ach nee, 500 Stars, okay. Wäre ein bisschen OP gewesen. ESGO. Jetzt ESGO. Und ich würde sagen,
mit dieser kleinen Folge, ja, die war nicht so actionreich, aber habe halt so ein paar Sachen gesagt, die es zu sagen gab. Würde ich sagen, beende ich dann meine Folge auch. Wir haben hier einen wunderbaren, super tollen Cleanstone Generator, beziehungsweise, ja, wir haben hier einen wunderschönen, super tollen Cleanstone Generator, der vollautomatisch Cleanstones herstellt. Richtig klasse. Da werde ich mich AFK offline hinstellen und ein bisschen was farmen. Vielleicht finden wir so ein paar Runden noch dazu. Wir haben hier eine kleine Zuckerrohrfarm. Hier mein nices Haus, das werde ich irgendwann mal noch beziehen. So ein paar kleine Kisten reinpacken und sowas. Hier das Haus von PikenLP. Zwei Leute, die, ich meine, die meisten denken, können sich, oder die werden sich vermutlich eh schon denken können, dass sie gemeint sind. Die können, ja, schon mal einen Kommentar schreiben. Ansonsten die zwei Leute, die ich mir schon rausgesucht habe, die sich immer sehr aktiv in den Kommentaren beteiligen, die werde ich dann mal anschreiben. Und ansonsten warte ich jetzt, bis ich näheres zur Premium-Insel weiß. Und dann werde ich auch meine Community-Insel eröffnen, wo ihr dann spielen könnt. Ich werde übrigens auf dieser Insel auch immer mal da sein. Also ich werde nicht nur auf dieser Insel spielen. Ich kann vielleicht dieses System hier zum Beispiel mal da bauen. Das ist ja ganz praktisch. Okay, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das doch mal mit einem Like und teilt das Video mit euren Freunden, denn das ist momentan die beste Unterstützung, die ich haben kann, indem man mein Video teilt, indem halt gesagt wird, hey, guck mal, der macht ein cooles Video über Skybones, das kennst du doch, oder? Also den Server Skybones. Wenn du es mir anschauen willst, mach doch mal. Also, wenn ihr es machen wollt und mich supporten wollt, das ist momentan das Beste, was ihr für mich tun könnt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.